Endlich haben wir es geschafft, wir beide, Dandolo. Ja, wir stehen jetzt vorm Kloster. Mal kurz ins Logbuch reingucken. Logbuch. Logbuch. Buchrollen für Lord André. Daron hat uns ja den Schlüssel gegeben. An den Orks sind wir vorbeigekommen. Also, kurze Rede, langer Sinn. Wir gehen jetzt da mal hin. Seid gegrüßt übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und jetzt haben wir wieder dieses komische Ruckeln. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Immer wenn ich immer einlade oder sowas oder gestorben bin und ich lade neu ein, dann ist die Welt hier ein bisschen am Rucken, trotz 4G-Patch. Ein Neustart des Spiels würde das in meinem Fall. Was? Die Tür ist so weit entfernt, ein Glück. Oh, ich dachte schon. Oh, wir müssen ja einen Pyroka, glaube ich, treffen, nicht? Bist du Pyroka? Guck mal. Wer bist du? Harlan. Willkommen, ich bin Harlan. Ich grüße euch, ehrwürdiger Meister. Wer bist du? Ich heiße Roland und komme vom Kriegsschiff Albatros. Kommandant Lord Baldwin. Wie? Du kommst von einem Kriegsschiff des Königs? Bei Inos, dann wird Corinnes vielleicht doch noch gerettet werden. Am besten redest du sogleich mit Meister Pyroka, sofern du dies noch nicht getan hast. Ja, Palare. Mit Palan haben wir jetzt parliert. Ich mache jetzt mal einen Speicher und starte das Spiel neu und gucken wir mal, ob es dann wieder nicht mehr ruckelt. So, Spiel wieder neu gestartet. Gucken, gibt es noch irgendwelche Ruckler? Manchmal verstehe ich es auch nicht. Ich muss mal ganz eben zur Nebeninfo sagen. Ich habe nämlich vor längerer Zeit meinen RAM aufgestockt von 16 auf 32 Gig. Trotz 4G-Patch habe ich immer noch diese Ruckler hier drin. Weiß der Geier, woran das liegt? Ich gehe mal kurz auf meine Geschichten hier. 60, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen runtergehen. Vielleicht tut dem ja hier irgendwie was. Vielleicht habe ich hier zu viel Environment schon im Voraus eingeblendet. Kann ja sein. Dann gehen wir mal hier auf. Was steht da? 6? Yep. Okay. Okay, und auch nochmal 6. Applyen wir und saven das mal. Das was bringt, weiß ich nicht. So, mit Palan haben wir jetzt parliert. Pyroka, der ist bestimmt drin im Kloster. Aber hier ist Marduk. Und da hinten, da betet einer. Gut, okay, dann werden wir doch mal gleich hier. Ja, es ruckelt noch ein bisschen. Der Sandrill! Ach, hier steckst du. Hallo, bist du nicht der Händler Salandril? Ja, der bin ich. Was machst du hier? Das geht dich nichts an. Und überhaupt habe ich jetzt keine Lust, mich lange zu unterhalten. Am besten lässt du mich einfach in Ruhe. Okay, Salandril. Entschuldigung. Sandril, Salandril. Ich habe jetzt meine Brille hier nämlich abgenommen. So, dann haben wir hier Novizen. Dann haben wir hier noch einen Novizen. Dann haben wir goldene Kelche, wenn die dann weg sind. Ich habe schon gehört, dass ein Streiter des Königs es geschafft hat, durch die Reihen der Orks zu uns zu gelangen. Sei uns willkommen. Ich hoffe, dass du den Schwarzmagier und die Orks vor unseren Mauern beseitigen konntest. Die sind eine große Gefahr für das Kloster. Aber hallo, haben wir die beseitigen können. Ich habe die Feinde vor dem Kloster beseitigt. Innos sei Dank. Dann hätten wir eine Sorge weniger. Hier, nimm dieses Gold von mir als Belohnung. Du wirst es brauchen können. Das stimmt, Herr Pyroka, aber ich komme auch noch von Lord André, du. Ich komme von Lord André. Er braucht Tut viele Spruchrollen zum Kampf gegen die Orks. Bei Innos. Ich würde Lord André gerne helfen. Doch leider geht es nicht. Seitdem die Runenmagie zerstört worden ist, sind wir auf die Spruchrollen angewiesen. Wir sind zwar in der Lage, neue Spruchrollen auch ohne Runensteine herzustellen, doch brauchen wir hierzu die nötigen Zutaten. Wenn du uns allerdings hilfst, uns genug der Zutaten zu besorgen, werde ich dir für Lord André so viele Spruchrollen mitgeben, wie wir entbehren können. Na schön, ich werde euch die Zutaten besorgen. Was braucht ihr? Ich habe schon alles auf diese Liste geschrieben. Hier, nimm. Wie kommt es, dass ihr schon alles aufgeschrieben habt, Meister Pyroka? Nun, ich hatte bereits vor ein paar Tagen den Novizen Barbulus geschickt, die Zutaten zu besorgen. Leider ist er nicht zurückgekehrt. Ich fürchte daher, dass er von den Orks oder von Monstern getötet worden ist. Nee, Babu lebt noch. Und außerdem, wieso habt ihr nicht im Vorfeld die Zutaten geschrieben?
oder die besser gesagt die Spruchrollen geschrieben, als sie nur auf eine Liste zu schreiben. Auch ein bisschen unsinnig, finde ich. Na, gucken wir mal, wo hier die Zutatenliste ist. Ach, Mann. Da ist sie, die Zutatenliste. Von Pyroka. Was will er denn haben? 10 Gletscherquarz, 10 Aquamarin, 10 Schwefel, 10 Flammenzungen. Ach, klasse. 10 Halswurzeln, 10 Pech, 10 Kohlen, 10 Bergkristall, eine schwarze Perle, wenn auffindbar. Optional wahrscheinlich. Suche vor allem in Höhlen nach Zutaten. Dort wirst du besonders fündig werden, Pyroka. Alles klar. Ja, das ist ja ein blödes Unterfangen. Wenn ich den jetzt nochmal anspreche, habe ich bestimmt die Dings nicht. Ja, habe ich natürlich nicht, weil mir halt eben einige Zutaten fehlen. Vor allem auch mal... Was fehlt mir denn eigentlich alles? Müsste ich nachher offscreen mal gucken. Ulta. Schau an, ein Kämpfer des Königs erscheint vor dem Hohen Rat. Inos sei mit dir, mein Sohn. Ich grüße euch, ehrwürdiger Meister. Ach, die Zeiten sind schlecht, mein Sohn. Inos heilige Runenmagie wurde uns genommen und Belias Scharen stehen vor unseren Toren. Doch zu unserem Glück beherrschen einige von uns noch die alte Magie, sodass wir zumindest noch in der Lage sind, Spruchrollen herzustellen. Sonst wären wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Varanenzungen, ja, die finden wir natürlich bei der Pyramide. Erzähl mir etwas über die alte Magie, Meister Ulta. Die alte Magie ist die Grundlage für alles. Unsere Vorfahren hatten ausschließlich diese gewirkt. Allerdings hatte Inos nur hierfür wenige Menschen auserwählt, was in späteren Zeiten zu einem Problem führte. Im Krieg gegen die Scharen Belias waren unsere Ahnen darauf angewiesen, dass sehr viele Menschen Magie wirken konnten. Daher entwickelten sie die Runenmagie. Mit dieser waren sie in der Lage, den Krieg für unseren Gott Inos zu entscheiden. Die Runenmagie wurde daher für uns Magier nicht nur sehr wichtig, sie wurde unentbehrlich. Leider aber vergaß man hierüber die alte Magie. Wir können uns daher glücklich schätzen, dass es noch wenige Magier bei uns gibt, die diese beherrschen. Na, ein Glück. Wer von euch Feuermagiern beherrscht noch die alte Magie? Nur 3 von uns sind in der Lage, die alte Magie zu wirken. Pyroka, Palan und Neoras. Wären diese bereit, mir die alte Magie beizubringen? Eine gute Frage. In früheren Zeiten hätte ich diese Frage mit einem Nein beantwortet. Aber heute frage am besten Meister Pyroka danach. Warum ihn und nicht Palan oder Neoras? Weil er der Vorsteher unseres Klosters ist und Palan und Neoras erst die Erlaubnis erteilen muss. Bevor diese jemanden unterrichten können, der nicht zu unserer Gemeinschaft gehört. Gut, dann werde ich mal mit Meister Pyroka sprechen. Tue dies, mein Sohn. Pyroka sagt nein. Wie ist die Lage? Ach, die Zeiten sind schlecht, mein Sohn. Okay, noch was? Es wäre schwierig. Gut, okay. Ja, und gucken wir mal, was der links außen hier ist. Das ist der Serpentes. Hat irgendwas mit Schlangen zu tun, denke ich mal. Serpent. Hallo. Was willst du von mir? Störe mich nicht. Ja, gut, okay. Das war sehr, sehr kurz. Und jetzt Pyroka. Alte Magie lernen. Aha, geht das? Ich habe gehört, Meister Pyroka, dass ihr die alte Magie beherrscht. Das ist richtig. Und? Ich würde gerne diese Magie wirken können. So, so. Und ich soll sie dir jetzt beibringen, oder was? Würdet ihr dies denn tun? Nein. Warum sollte ich? Sag ich doch. Hier, ich brauche die alte Magie im Kampf gegen die Orks. Ich muss mich um das Banditenproblem auf der Insel kümmern. Ich bin ein eifriger Bewunderer von euch. Ich habe mich schon immer für Magie interessiert. Nur so. Och, Leute. Ich speichere mal. Dann schauen wir mal. Ich habe gehört, man... Das ist drin. Ich würde... So, so. Würdet ihr... Nein. Okay, nein. Pyroka sagt nein. Ich brauche die alte Magie im Kampf gegen die Orks. Das ist, glaube ich, wohl das Sinnigste von denen. Sachen. Ich brauche die alte Magie im Kampf gegen die Orks. Die Orks sind in der Tat eine sehr große Gefahr für uns. Aber nein. Auch dies erscheint mir nicht ausreichend, dich in die Geheimnisse unserer Magie einzuweihen. Tut mir leid.
Nächste Möglichkeit. Ich habe gehört, da, ich würde... So. Würdet ihr... Nein. Ich bin ein eifriger Bewunderer von euch. Versuchen wir das mal. Ich bin ein eifriger Bewunderer von euch und... Jetzt höre bloß auf, mir was vorzumachen. So etwas kann ich überhaupt nicht leiden. Okay, weiter. Ich habe gehört, mein... Würdet ihr... Nein. Ich habe mich schon immer für Magie interessiert. Banditenproblem, mache ich das mal. Ich muss mich um das Banditenproblem auf der Insel kümmern. Das ist zwar sehr lobenswert, reicht aber meiner Ansicht nach nicht aus, dich in die Geheimnisse unserer Magie einzuweisen. Ach, mein Gott. Und jetzt? Ich habe mich schon immer für Magie interessiert. Ich habe mich schon immer für Magie interessiert und würde so gerne mehr hierüber erfahren. Ach, ist das so? Dann werde Novize in unserem Kloster. Vielleicht kannst du dann in ein paar Jahren in Magie ausgebildet werden. Okay, dann gibt's nichts mehr. Also dieses ich nur so... Ich habe gehört, Meister... Das ist... Ich würde... So... Würde. Und das? Nun... Na, wenn du mir selbst keinen Grund nennen kannst, lassen wir das Ganze lieber. Oh, da werde ich wütend, da springe ich den an hier, den Pyruka. So, jetzt gucken wir mal ins Logbuch hier. Alte Magie ist nicht bereit. Es muss schwerwiegende Gründe hierzu geben. Ich fürchte, dass Pyruka mir erst in ferner Zukunft Magie beibringen wird, wenn überhaupt. Ja, der verschollene Novize. Ach so, das ist ja der Babo. Der lebt ja noch. Dann Rengarus raus, Spruchrollen für Lord André. Pyrukas Zutatliste, mal sehen, ob ich fündig werde. Ja, die haben wir ja. Und wir haben festgestellt, wir brauchen nämlich noch Varanzungen. Also das ist auf jeden Fall das, was mir fehlt. Salandril. Dann gehen wir mal hier wieder zurück zu Perlan. Gibt's denn noch was Neues? Es wäre verdammt schwierig. Nein. Gucken wir uns mal generell mal so ein bisschen um. Vielleicht gibt's ja noch einen, der hier lustige Zeichnungen verkaufen hat. Novize. Ach, Unkraut lassen wir lieber mal. Ah, hier. Orlan. Ne, Gorax. Komme ich noch auf Orlan? Oh, Gorax. Hallo. Kann ich dir Händler. Behilflich sein? Ich suche einen Platz zum Schlafen. Zeig mir deine Ware. Oh, mal gucken, was er da so alles hat. Heilung der Besessenheit. Oh Gott. Stimmt, da war was. Harnisch-Amulett. Ring der Magie. Hat der irgendwelche lustigen Zauber? Eisblock haben wir auch mal wieder. Wie teuer ist denn der? 100. Ich werde den kaufen. Oder ich werde die kaufen. Man weiß ja nie, was los ist. Dann die kennen wir alle. Wolf rufen. Das ist Kugelblitz. Blitz. Windfaust. Naja, und ein paar Verwandlungszauber. Der Löwe kostet bei ihm auch 60. Bei Ignaz auch. Werde ich mal vorsichtshalber mal kaufen. Dann haben wir hier reine Lebensenergie und reines Mana. Dann haben wir hier Runenbuch der Feuermagier. Aber ansonsten... Hier! Flammenzunge. Ach, Moment mal, Flammenzunge. 300, das sind 900. Na okay, sicherheitshalber mal kaufen. Hey, der kauft ja alles. Ja, mein Gott, ich brauche halt eben ein paar Flammenzungen. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein. Dann fragen wir nach einem Schlafplatz. Direkt nebenan ist noch ein Bett frei. Das erste auf der rechten Seite, neben dem Eingang. Dort kannst du gerne schlafen. Danke. Ich hab doch mal eine Frage. Tut mir leid, im Moment habe ich keine Zeit für dich. Naja gut, okay. Was passiert, wenn ich speichere? Und dann ihn hier die Sachen klaue, die Weintrauben? Dreckiger Dieb, na warte. Alles klar. Gut, dann hock dich mal wieder hin hier, Novize. Weintrauben. Und da sind auch Weintrauben. Das heißt also, dann brauche ich die Sachen hier auch gar nicht zu klauen. Die keltern hier erstmal lustigst Wein. Ja, Gorax direkt nebenan. Erste Bett auf der linken Seite. Ja, wird wohl so sein. Aber hier hat es ja noch Truhen. Jetzt gilt es, die zu knacken. Oh, die... Boah. Ja, logischerweise ist diese Truhe natürlich auch... Moment, die ist noch zu. Okay. Okidoki.
Dann ist es wahrscheinlich meine Truhe, wo ich was reintun kann. So, hier ist auch nichts drin. Oder einer der beiden Truhen. Okidoki, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal hier entlang weiter. Ach ja, hier geht's runter. Stimmt ja. Nee, da gehe ich später hin. Wir müssen mal die Kloster hier erstmal angucken. Was es hier alles gibt und was es hier alles nicht gibt. Zum Beispiel in diesem Zimmer gibt es keine Truhen. Aber hier kann ich rein. Hier gibt es einen Runentisch. Ui, und ein Himmelbett. Oh, hä. Was ist das hier? Schreibpult. Aber ich kann nichts schreiben. Gut. Eine Feder zum Schreiben kann ich ja nehmen. Was haben wir denn hier? Nur ein Alchemietisch hier auf vorm Regal. Oder im Regal sieht es nicht nach einem lustigen Buch aus. Auch kein Comic. Weiter gucken. Vielleicht sollte ich doch die Truhe knacken. Davor die Truhe, genau die hier. Speichern. Dann schauen wir mal. Die ist auch leer. Nee, doch, da gibt es was. Auch gut. Okay, weiter geht's hier in Kreuzgang. Yeah. Partnerschaftlich. Gucken wir mal hier. Hier muss ich knacken. Oh, war ja. Oh, der ist abgebrochen. Okay, schauen wir mal eben. Jawohl, diesmal geklappt. Ja, das nützt doch was. Mal speichern wieder mal. So, nun gehen wir mal weiter zur nächsten Truhe und gucken mal hier nebenbei bei den Regalen, Bücherregalen, ob es hier was gibt. Ne, hier gibt es nichts. Nächste Truhe bitte. Ja, die muss ich auch knacken. Okay. Ja. Okidoki. Ah, wieder alt vergessen zu drücken, aber wir haben Zeit. Dann gehen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Oh, Weinreben. Weinreben? Oh, kann ich mich dran erinnern? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Da kann ich aber schöne Weintrauben hier pflücken. Hoffentlich wird mir das nicht als negativ gewertet. Oh, ziemlich viele Weintrauben hier. Vor allem so dunkle. Rote. Ja, ja, für Rotweintrinker. Genau das Richtige. Für trockene Rotweintrinker. Ja. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Du warst ja Novize. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist ein Schafhirte. Vino. Vino, alles klar, speichern. In Vino Veritas. Hey du. Hallo. Hallo. Wie ist die Lage? Wie soll sie schon sein, Mann? Beschissen, was sonst? Ihr Soldaten des Königs solltet euch endlich mal um die verdammten Orks kümmern. Man ist ja seines Lebens nicht mehr sicher. Ja, ist ja gut. Hey, du. Hast du denn noch irgendwie eine Aufgabe? Wie sieht's aus? Hey. Inos sei Dank. Die Orks wurden endlich von unserem Hof vertrieben. Jetzt kann ich endlich wieder meiner Arbeit nachgehen. Dann mach mal. Hey, du. Der säuft schon wieder. Gut, okay. Welche Arbeit meint er denn? Die Saufarbeit. In Vino Veritas. Dann in die Bibliothek werden wir wohl nicht reinkommen. Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig. So, Dula. Hier gibt es auch keine Truhe. Dann haben wir Marduk. Marduk. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Ja, und was ist deine Definition von Böse? Was ist das Böse? Das Böse ist allgegenwärtig. Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Inos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Inos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung.
Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Inos heiliges Feuer lodert, werden Inos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Wieso muss ich jetzt an das fünfte Element denken? Falls diejenigen von euch das fünfte Element in den Film kennen, hier mit Bruce Willis und Mila Jovovich und Sorg, diesem bösen Heinz da. Aber das nur nebenbei. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Inos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Inos, die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kann ich etwas für dich tun, Meister? Für mich? Nein, ich bedarf deiner Hilfe nicht. Bete lieber für das Heil der Streiter Inos, die ins Minental gezogen sind. Kannst du mir etwas beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich in der Regel nur Magier. Kannst du da keine Ausnahme machen? Nein, es sei denn, Meister Pyroka erteilt mir hierzu die Erlaubnis. Naja, die haben wir ja eh nicht. Und gibt's irgendwas Neues? Gibt es Neuigkeiten? Nun, dass die Orks Korinnes erobert haben, dürfte dir ja bereits bekannt sein. Ja. Ferner haben sie eine große Abteilung ihrer Krieger ins Minental geschickt, um ihren Brüdern gegen Lord Hagen zu helfen. Das haben uns zumindest einige Flüchtlinge erzählt. Mhm. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Da gibt's doch auch so ein Sergio. Inos sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Ich suche einen Waffengefährten. Na und? Warum kommst du da zu mir? Ich werde nur einem meiner Brüder beistehen. Alles klar. Die sind alle sehr loyal. Was machst du hier? Ich bete zu Inos, dass er meinen Arm und meinen Willen stärkt. So bin ich gegen alle Gefahren gewappnet und werde alle seine Feinde vernichten, um ihn zu ehren. Okay. Inos, erleuchte deinen Pfad. Ja, da kann ich mir so ein Licht über den Schädel zaubern. Inos-Statue, ich glaube, ich bete mal eine Runde. Mal gucken, was wir kriegen. Moment mal, was stand da noch? Ein Gebet für die Paladine sprechen. Das interessiert mich mal. Inos, halte deine schützende Hand über deine Streiter. Segne sie mit einem Feuer und so Wille ist. Okay, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Wir beten und spende mal großzügig 100. Das ist doch schön. Geschicklichkeit plus 1. 81, Stärke 69 und 35 Lernpunkte. Das wäre mal wieder an der Zeit, mal was zu investieren an Lernpunkten, wenn wir einem Lehrer begegnen. Oh, was verstehen denn hier für Teile? Hä? Das sind Ketten. Da hinten steht noch so ein Kettenstrang. Okay, wohl falsch platziert. Entweder durch einen Renderer. Vermute ich mal, ganz stark. Oh, noch mehr Truhen. Oh, weia. Na, die werde ich wohl mal kurz öffnen. Ja. Okay, geöffnet. Ich habe es mal übersprungen, die ganze Knackerei da. Das mache ich auch mit der nächsten Truhe. Sofern die abgeschlossen ohne ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da braucht man einen Schlüssel zu. Okidoki. Dann schauen wir mal weiter. Und zwar in den nächsten Raum. Schöne Musik. Auch hier. Oh. Naja, gut, okay. Dann haben wir ja was gefunden. So, jetzt sind wir einmal rum fast. Wen haben wir denn hier? Iskarot. Inos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ja, segne mich. Das wäre wohl das Bessere erstmal. Segne mich. Ich segne dich im Namen Inos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Ja, auch gut, okay. Was bringt er mir bei? Kannst du mir was beibringen?
Wende dich hierzu lieber an andere Magier des Klosters. Ich habe hierfür keine Zeit. Was ist deine Aufgabe? Bevor die Orks kamen, habe ich meinen Dienst am Schrein versehen. Welchen Schrein? Ach, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Den, an dem man vorbeikommt, wenn man zum Kloster will. So ist es. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit. Jetzt kannst du wieder hin. Und zu mir kamen die Menschen, um am Schrein zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Aber das ist nun leider nicht mehr möglich. Doch, ist wieder möglich. Du sagst es. Aber wie sieht es aus? Bist du vielleicht an verschiedenen nützlichen Dingen interessiert? Kommt drauf an. Für eine kleine Spende kann ich dir einiges anbieten. Ja, dann gucken wir erstmal, was er da hat. Zeig mir deine Ware. Also, auch wieder ein paar lustige Sprüche. Was ist denn das? Ring der Erleuchtung. Oh, Lebensenergiebonus, Mana-Bonus. Das ist cool. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die üblichen Verdächtigen hier. Oh, bis auf Skelett erschaffen. Und Kugelblitz und Windfaust. Und er hat auch Kohle. Nee, Kohle. Ich dachte, das wäre jetzt eine schwarze Geschichte. Ja, gut, okay. Dann sagen wir ihm, dass er wieder zurück an seinem Schrein darf. Du kannst wieder zurück an den Schrein. Die Orks werden dich nicht mehr stören. Bist du da so sicher? Die Orks am Schrein sind nicht die einzigen, die hier auf Corinis herumstreifen. Du willst also hier bleiben? Ja, ich bleibe hier. Solange halb Corinis auf der Flucht ist, wird sowieso niemand am Schrein vorbeikommen, um zu beten. Hat er auch wieder recht. Mann. Gut. Möge Innos allzeit über dich wachen. Danke, Isgaroth. Isgaroth. Da brauche ich gar nicht hin. Der wird mir was über den Schädel ziehen. Und es wird... Oh, hier gibt es auch wieder Weintrauben. Warte, machen wir... Jeder Flügel hat wohl seinen Weintraubenstamm hier. Oh, monatlich viele Weintrauben. Können wir unseren Wein selber keltern? Ob ihr es wissen wollt oder nicht, aber ich habe selber einen Weinballon zu Hause. Hab da einmal gekeltert, Leute, das ist vielleicht übelst kompliziert. Da müsst ihr irgendwie so ein Anti-Schimmel-Zeug reinmachen, dann die richtige Hefe dazu. Also einmal gemacht und das Ganze noch filtriert. Das ist den Aufwand nicht wert, da eigenen Wein zu keltern. Yep. Aber mal aus Interesse gemacht. Jetzt gehen wir ja zum es ist wieder dunkel. Ich und meine Orientierung. Dandolo, jetzt gehen wir mal runter in diesen Keller da. Und gucken mal, was dann da ist. So, kommst du mit? Hallo? Okidoki. Dann gucken wir mal, was hier ist. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, was hier eigentlich mal war. Ah doch, Novize. Ein fegender Novize. Ich höre irgendwie. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, brauchen wir einen Schlüssel für? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das wird wahrscheinlich alles abgeschlossen sein. Machen wir nochmal hier. Oh ja, sehr schöne dunkle Katakomben mit Teppich ausgelegt. Hier sind ein paar Peoples. Garvik. Gucken wir mal, wer Garvik ist. Hallo. Hallo. Ich grüße dich, Fremder. Ach ja, richtig. Der heilige Hammer. Wird hier nicht der heilige Hammer bewacht? Nicht mehr. Seitdem mein Fremder diesen ohne Erlaubnis an sich genommen hatte, ist dies nicht mehr der Fall. So ist der heilige Hammer nicht mehr in eurem Besitz? Doch. Der Fremde brachte den Hammer zurück. Allerdings haben Meister Pyroka der Ansicht, dass dieser Ort nicht mehr sicher genug ist. Darum wurde der Hammer an einem geheimen Ort versteckt. Weißt du, wo der Hammer ist? Nein, das wissen nur die Feuermagier. Und diese werden es keinem Menschen verraten.
Aber den Orks oder was? Okay. Der heilige Hammer, der ist weg. Das ist ja ein Hammer da. Und dann gehen wir auf die Seite rüber. Und befragen auch noch den. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Ui. Talamon? Ich darf hier nicht weitergehen. Okay. Liebe Leute, ich darf hier nicht weitergehen. Warum? Gibt's einen Hau? Inos wird seinen Zorn auf dich richten, wenn du nicht umkehrst. Okay. Danke. Dann gucken wir doch nochmal ins Logbuch vorher. Waffengefährte für Corines. Okay, das wäre der richtige Waffengefährte für mich, ja. Ablösung für Nandolo, was? Ein Gebet für die Paladine. Meister Mordor sagte, ich soll ein Gebet für die Paladine sprechen. Ich sollte lieber ein Gebet für die Paladine sprechen. Habe ich doch gemacht. Alte Magie, das ist klar. Der verschollene Novize, ja, das war das. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Ich werde noch weiter mal hier ein bisschen gucken und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und vielleicht gibt es ja einen Daumen oder auch einen lustigen Kommentar von euch. Aber Neoras, der kann uns bestimmt noch ein bisschen was beibringen. Das wollen wir mal eben wissen. Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Allerdings, wenn es nichts Wichtiges sein sollte, dann geh bitte. Ich habe zu tun. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich und sage ein herzliches Tschüss.